Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Friends, es tut mir leid, dass am Dienstag nicht schon dieser Teil der Influencer-Daseins nicht mehr ganz so Miniserie gekommen ist. Stattdessen der Anti-Haul, aber der kam so krass gut bei euch an. Das heißt, als allererstes vielen, vielen Dank für den Support und auch für euer Verständnis. Und kurz zur Aufklärung: Viele hatten mir dann geschrieben, Oh ja, voll gut, dass du dir mal einen freien Tag nimmst. Und ich war so. Ich gehe zur Therapie, ich habe 4 Stunden Vorlesung, ich muss noch filmen und editieren muss ich auch. Es ist nur nicht das Video gekommen. But thanks anyways, danke. Es ist gut zu wissen, dass ihr mir einen freien Tag gönnen würdet. Ich würde mir auch einen freien Tag gönnen, by the way. Ich habe den Look, den ich gerade drauf habe, also vor allen Dingen die Augen, habe ich für euch abgefilmt und dazu kommt ein Tutorial. Ich habe ja sowieso gesagt, dass ich ein bisschen mehr so alte Paletten sozusagen oder Paletten, die ich schon reviewt habe, nochmal ein bisschen mehr euch zeigen möchte. Auf den Augen habe ich die Luna Beauty Palette, die Eternal Eclipse. Dazu lasse ich euch die Review unten. Und auf den Lippen habe ich den Lip Shaper in Nummer 5 und Dominique Cosmetics Pretty Natural. Das ist meine liebste Nude-Lippen-Kombi. Jetzt aber zu den wichtigen Dingen des Lebens, nämlich: Wie ist das eigentlich mit der Werbekennzeichnung? Woran erkennt man, ob etwas Werbung ist? Und so weiter und so fort. Und heute wird der Tee ganz besonders hot. Denn es geht ein bisschen darum, woran erkenne ich, ob ein Influencer oder eine Influencerin ein Produkt wirklich mag und was muss man dazu schreiben, wie sind da so die rechtlichen Sachen und so. Deswegen ein kleiner Disclaimer. Ich bin keine Anwältin, ich bin keine Juristin. Ich kenne mich nur in dem Sinne damit aus, dass ich mich ein kleines bisschen eingelesen habe, um mich selber natürlich rechtlich abzusichern. Also was muss ich kennzeichnen, wie muss ich es kennzeichnen. Und außerdem werde ich euch den Fall einer sehr bekannten deutschen YouTuberin bzw. Influencerin zeigen, nämlich die liebe Vanicia Blum. Die hat eine sehr ausführliche Story gemacht. Also ihre Story auf Instagram ist mittlerweile schon nicht mehr da. Ich hatte sie angeschrieben und gefragt, ob ich es abfilmen darf. Sie hätte darauf nicht geantwortet. Ich habe es einfach trotzdem gemacht, weil es ja nun auch ihre öffentliche Plattform. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich gebe natürlich auch den Credit, so die Quelle dazu, weil ich finde, dass das ganz spannend ist, an einem tatsächlichen Fall das mal so ein bisschen durchzuarbeiten, sage ich jetzt mal, wie man in Probleme kommen kann, wenn man als Influencerin nicht mit Werbung markiert oder auch wenn man Werbung markiert, denn Vanicia Blum hat das so gemacht, dass sie mit Anzeige markiert hat und ist trotzdem verklagt worden. Ja, diese Story werde ich allerdings, weil sie fast 9 Minuten lang ist, ans Ende des Videos packen. Ich will sie euch der Vollständigkeit halber sozusagen nicht vorwegnehmen und ich möchte sie auch nicht komplett auslassen, weil ihr Mann auch noch mal sehr genau erklärt hat, welche Instanzen sozusagen damit zu tun hatten. Es ging ums Landesgericht, ums Oberlandesgericht, warum bestimmte Entscheidungen gefällt worden sind. Und ich finde, die beiden haben das super zusammengefasst. Deswegen, wie gesagt, kommt es ans Ende des Videos. Das könnt ihr euch dann noch anschauen und ja, euch dann sozusagen selber auch noch ein bisschen Bild dazu machen. Ich glaube, das ist einfacher, als wenn ich jetzt alles noch mal detailliert sozusagen durchgehe. Aber es soll natürlich auch generell darum gehen: Wie ist das eigentlich mit Werbung? Wann schreibt man Werbung? Wann schreibt man Anzeige? Und deswegen fangen wir jetzt auch direkt an. Let's go. Als allererstes fange ich wahrscheinlich am besten an mit dem Anfang. Am Anfang eines jeden Videos, das ich mache, steht hier in einer dieser Ecken, wahrscheinlich in der hier. Ja, okay, sagen wir einfach in der hier und dann editiere ich es da rein. Das Wort Dauerwerbesendung oder Werbevideo oder sonst irgendwas. Mittlerweile mache ich es so, dass ich es eigentlich durch das komplette Video ziehe, dass ich diesen Werbeslogan sozusagen da drin habe. Und das liegt an folgenden Sachen. Nicht unbedingt, weil das, was ich im Video zeige, von mir beworben wird, also nicht, weil ich dafür Geld zum Beispiel bekomme, sondern weil wir uns als InfluencerInnen rechtlich dagegen absichern müssen, den Vorwurf zu bekommen, dass wir etwas bewerben. Jetzt aber nochmal ganz von Anfang an. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, dass man verschiedene Formen von Zusammenarbeiten machen kann. Zum Beispiel, dass einem eine Marke PR zuschickt, dass sie also sagen, wir schicken dir das einfach zu, du kannst es ausprobieren, du kannst es reviewen, wenn du es möchtest. Dann gibt es Marken, die schicken dir PR zu und zum Beispiel einen Code. Da gibt es ja noch den Unterschied zwischen Affiliate-Code und einem einfach nur Code sozusagen, mit dem ihr was sparen könnt. Ein Affiliate-Code bedeutet, dass wir als InfluencerInnen immer eine mit der Marke abgesprochene Provision, also einen prozentualen Anteil des Gesamtumsatzes, der damit erzielt wird, bekommen. Das können 10% sein, 15% sein, 25% sein. Das kommt immer auf die Marke an, kommt immer auf die InfluencerInnen an, es kommt auf das Engagement an, wie groß ist die Reichweite und so weiter. Aber dazu komme ich ja auch nochmal in weiteren Teilen. Und dass man sozusagen die Bezahlung dadurch bekommt, dass man eben den Affiliate-Code hat, dass man durch den Anteil an dem Gesamtumsatz sozusagen bezahlt wird dafür, dass man Werbung macht, beziehungsweise dass man eine Review dazu macht, weil es
steht ja nicht fest, ob man damit positiv oder negativ bewirbt, sozusagen. Dann gibt es noch bezahlte Kooperationen und Product Placements. Das heißt, man kann zum Beispiel in einem normalen Video einen Teil bezahlt bekommen. Das nennt sich auch Sponsoring, auf Englisch, auf Deutsch auch gesponserter Teil des Videos vielleicht. Und es gibt auch exklusive Videos. Das heißt, man kann sozusagen von einer Marke ein Video kaufen lassen. Also in dem Sinne, dass man sagt, okay, für ein komplettes Video über die und die Zeitraum zum Beispiel oder zu dem Zeitpunkt möchten die von mir, dass ich gerne zum Beispiel eine Palette zeige oder sonst irgendwas. Und dafür machen wir einen bestimmten Preis ab und dann kann zum Beispiel zusätzlich noch ein Affiliate-Code dazugegeben werden oder einfach nur ein Rabattcode für euch, an dem wir nicht noch extra verdienen und so weiter und so fort. Das alles muss allerdings als Werbung gekennzeichnet werden. Und da sind wir schon bei dem ersten Problem. Denn woher weiß ich, welche Art von Werbung gerade läuft, sozusagen? Rechtlich gesehen ist es so, dass wir als InfluencerInnen alles, was wir in die Kamera halten und alles, was man sozusagen im Bild sehen kann und worin man eine Marke quasi erkennen kann oder erkennen könnte potenziell, als Werbung kennzeichnen müssen, egal ob wir dafür bezahlt werden oder nicht. Was zum Beispiel auch der Grund ist, dass wenn ich auf Instagram eine Story mache oder auch hier zum Beispiel ein Video dazu mache, dass ich immer reinschreibe Werbesendung. Denn alles, was ich zeige und alles, was gesehen wird im Video, gilt als potenziell von mir beworben. Denn ihr habt es ja durch mich sozusagen gesehen. Egal, ob ich einen Affiliate-Code habe, egal, ob ich einen Rabattcode habe, egal, ob es bezahlt ist, egal, ob es ein Product Placement ist. Alles, was ihr bei mir seht, kann ja potenziell zu einem Kauf durch euch führen. Das heißt, es geht gar nicht darum unbedingt, ob ich dafür bezahlt werde, etwas zu bewerben, sondern zum Beispiel dieses Bild da hinten, das viele Leute sicherlich aus einem bestimmten schwedischen Möbelhaus kennen, könnte euch ja dazu animieren, genau dieses Bild aus dem schwedischen Möbelhaus zu kaufen, ohne dass ich dieses schwedische Möbelhaus als Kunden oder als Partner sozusagen habe, ohne dass ich dafür bezahlt wurde und auch obwohl ich dieses Bild aus dem schwäbischen Möbelhaus selber gekauft habe. Es geht also nicht nur darum, sozusagen Sachen, die man zugeschickt bekommt, als Werbung zu kennzeichnen, sondern wenn ich euch zum Beispiel meine Cola Zero Cherry in meiner Story zeige, die ich ja jeden Tag trinke, weil ich keinen Kaffee mag, aber das als Koffeinstoß morgens brauche, dann muss ich das als Werbung kennzeichnen, weil man die Marke darauf erkennen kann. Und das kann in euch potenziell das Gefühl auslösen, dass ihr das gleiche kaufen wollt. Das heißt nicht, dass ich von dieser Marke bezahlt werde. Schön wäre es, von Coca-Cola bezahlt zu werden. Das wären mal richtige Life Goals, Leute. Letztens hatte auch noch jemand geschrieben, Kati X Nogger als Incoming. Das wäre so iconic, oh mein Gott. Naja, aber dafür brauche ich, glaube ich, erstmal noch ein bisschen weitere Reichweite. Und um Reichweite geht es insgesamt sozusagen bei dieser Argumentation der Rechtslage dazu. Denn alles, was ich in meiner Story zeige und wo ich zum Beispiel eine Firma verlinke oder wo eine Firma zu sehen ist, kann ja potenziell meine Reichweite erhöhen. Das war zum Beispiel auch eine der Argumentationen im Vanessa-Blum-Fall, warum das Landesgericht der Klage sozusagen zugesprochen hat, dass sie eine Strafe zahlen muss, die, glaube ich, im fünfstelligen Bereich war, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber lest euch dazu gerne ein paar Artikel durch. In ihrem Fall ging es nämlich lustigerweise um drei verschiedene Beiträge, einige davon so alt, dass sie aus 2015 oder 16 waren. Und zum Beispiel in einem Beitrag war es so, das hatte sie nicht gekennzeichnet als Werbung oder Anzeige, weil sie in New York ein Häagen-Dazs-Eis gekauft hat. Und das hat sie selber gekauft, privat. Und sie hat Häagen-Dazs oben als Ort angegeben und sozusagen ein Foto von dieser Eiskugel gezeigt. Sie hatte tatsächlich sogar noch den Beleg und trotzdem wurde dem nicht stattgegeben, also dass es keine Werbung ist, weil sie nicht Werbung dazu geschrieben hat. In einem weiteren Beitrag war es allerdings so, dass sie etwas anderes gezeigt hat. Ich glaube, es war ein Bildschirm. Und da hat sie Werbung dazu geschrieben. Also sie hat es gekennzeichnet als Werbung, obwohl auch das privat von ihr gekauft wurde mit ihrem eigenen Geld. Und die Begründung dafür, warum das nicht gereicht hat, war, dass Werbung wäre zu klein und zu unauffällig gewesen. Now, listen up. Wir kennen alle diese wunderbaren Influencer-Stories, in denen ganz oben, mini klein in der Ecke, oder vielleicht da, mini klein in der Ecke, ganz klein Werbung steht und dann am besten auch noch in einer Farbe, dass man es gegen den Hintergrund gar nicht sehen kann, ja? Also davon sprechen wir jetzt gar nicht, sondern sie hat es tatsächlich auch in die Caption geschrieben und sie hat Werbung hingeschrieben und dementsprechend hätte sie eigentlich safe sein müssen. War sie aber nicht. Auch diesem wurde stattgegeben, auch dieser Klage wurde stattgegeben, was im Endeffekt bedeutet, dass sie auch dafür Stand jetzt potenziell bezahlen muss.
Das Gericht hat dann so argumentiert, dass sie diese Kennzeichnung Werbung oder Anzeige bunter hätte einfügen müssen. Was ganz lustig ist, weil auf YouTube kann ich das machen, auf Instagram kann ich das nicht machen. Ihr kennt das, wie das mit den Schriftarten und so weiter ist. Soll ich jetzt jeden einzelnen Buchstaben in verschiedenen Sparkle-Farben machen? Es ist also ein ziemliches Dilemma, in dem sich InfluencerInnen befinden. Ich möchte jetzt nicht anfangen, darüber zu reden, wie das ist, wenn Leute absichtlich Werbung nicht kennzeichnen. Denn ja, das passiert und auch da gibt es einige Hinweise dafür. Und die Gründe dafür sind zum Beispiel, dass Firmen extra Geld dafür bezahlen, damit man es nicht als Werbung kennzeichnet, weil das den Effekt hat bei den ZuschauerInnen, also potenziell, dass sie das Gefühl haben, es ist eine authentischere Werbung, weil die InfluencerInnen ja nicht dafür bezahlt wird, also zumindest nicht für den Zuschauer erkennbar. Ja, solche shady Business Practices sind hier auch relativ normal. Keine Sorge, wird es auf diesem Kanal nicht geben. Okay, kommt natürlich aufs Geld an, ab sechsstellig, ne? Gut, dann kann man drüber spekulieren, so. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Man begibt sich also in eine extreme Grauzone, was das Gesetz angeht und was die rechtliche Lage angeht. Denn es gibt keine konkreten Gesetze dazu, zu diesem Influencer-Dasein. Es gibt keine Gesetze dazu, die konkret besagen, was muss genau wann wie gekennzeichnet werden. Ich habe das für mich selber so gemacht, dass ich zum Beispiel hier ja nicht immer nur Dauerwerbesendung oder so reinschreibe, sondern ich schreibe dann zum Beispiel auch Dauerwerbesendung wegen Markennennung. Das mache ich dann zum Beispiel deswegen, weil ich Marken nenne. Das heißt nicht, dass ich das unbedingt in PR bekommen habe, teilweise schon, dann schreibe ich manchmal auch PR oder Schrägstrich unbezahlt, damit ihr wisst, dass das Video nicht bezahlt ist, weil eben auch diese Markennennung eine potenzielle Werbung ist für die Firma oder für das Produkt, das ich euch zeige, auch wenn ich dafür kein Geld bekomme. Also es könnte einen Kauf generieren, der durch mich ausgelöst wird und das zählt dann als Werbung. Ich schreibe zum Beispiel bei meinen Anti-Hauls auch Dauerpöbel-Sendungen gerne mit rein, einfach weil ich es mittlerweile so, naja, lustig ist es eigentlich nicht, aber so lächerlich finde, wie sich das deutsche Gesetz rauspickt, was Werbung ist und was nicht, dass ich halt gedacht habe, naja, ich kann mich halt auch ein bisschen darüber lustig machen, weil natürlich, wenn ich in einem Anti-Haul sage, irgendwie, ich will die ganzen Sachen nicht kaufen, dann kann das eigentlich nicht als Werbung gezählt werden, aber was eigentlich gezählt wird und was eigentlich nicht gezählt wird, scheint ja auch irgendwie in einem spekulativen freien Raum zu sein. Und dementsprechend mache ich das so, dass wenn ich etwas verlinke auf Instagram, wenn ich unten Links reinstelle, wenn ich hier dieses Video markiere und so, dann versuche ich immer so transparent wie möglich euch zu zeigen, auch allein in dieser Betitelung hier oben sozusagen, auf welche Art und Weise ich gegebenenfalls profitiere von diesem Video. Also außer natürlich das AdSense, was ich durch YouTube, durchs Anschauen, durch euch so oder so bekomme. Und dann schreibe ich da zum Beispiel auch rein, Video ist unbezahlt, Schrägstrich Affiliate Code. Das heißt zum Beispiel bei mir, ich habe einen Affiliate Code, wie zum Beispiel mit Purish, falls ich gerade aktuell einen habe, blende ich den hier jetzt mal schamlos ein, falls nicht, dann nicht. Und da ist es dann ja zum Beispiel auch so, dass das Video an sich nicht bezahlt ist, aber dass ich meinen eigenen Affiliate Code bewerbe, wodurch ich natürlich einen finanziellen Vorteil haben kann, weil ihr möglicherweise dadurch eben was kauft und ich ja auch Geld dafür bekomme. Wie gesagt, es ist dann ein prozentualer Anteil an den Gesamtverkäufen, also an der Gesamtsumme, die mit diesem Code zusammen generiert wird. Das läuft übrigens mega, mega gut und da muss ich auch einfach nochmal sagen, danke Leute, dass ihr mir so vertraut. Es ist wirklich crazy. Ich habe gerade so Sorgen wegen des weiter andauernden Lockdowns, kurzer Einspieler an dieser Stelle, und ja, zu wissen, dass die Community es mir ermöglicht, zumindest nicht komplett zu verzweifeln, was diese finanzielle Lage angeht, sondern mich irgendwie über Wasser zu halten, jetzt auch noch die weitere Zeit, das bedeutet mir wahnsinnig viel. Vielen, vielen Dank. Ich würde dann zum Beispiel es einfach so machen, dass wenn ich ein Video habe, das bezahlt ist und einen Affiliate-Code enthält, oder ein Video, das bezahlt ist und einen Rabattcode enthält, der aber kein Affiliate-Code ist, denn da gibt es ja wie gesagt zwei verschiedene Möglichkeiten, dass ich dann halt eben auch reinschreibe, bezahlt slash Affiliate-Code oder eben halt einfach Rabattcode, damit das für euch ein bisschen einfacher zu erkennen ist. Ich schreibe das auf Instagram zum Beispiel auch immer so Werbung wegen Verlinkung, weil es gibt ja auch Sachen, die ich bewerbe oder wo ich zum Beispiel hoffe, dass ich gerepostet werde, zum Beispiel von Luna Beauty, als ich die Collection reviewed habe und so. Und da ist es ja aber so, die haben mir das ja nicht bezahlt. Ich mache die Werbung sozusagen für die aus freien Stücken und hoffe natürlich auf die Vergrößerung meiner Reichweite. Wie gesagt, ist das einer dieser Argumentationspunkte, die in dem Fall Vanitia Blumen halt mit reingenommen wurde. Denn es kann natürlich immer sein, dass die Reichweite sich dadurch vergrößert. Es wird allerdings noch etwas trickier. Wie gesagt, das zeigt Vanitia in ihrer Story, die ich am Ende noch mit reinfüge. Da will ich jetzt nicht genau drauf eingehen, weil das für mich noch nicht gilt, nämlich um die Größe der Plattform auch. Also ab wann ist man sozusagen populär genug, um
ersichtlich Werbung zu machen oder wann ist es unersichtlich und so weiter und so fort. Es ist ein ziemliches Hickhack und ich glaube, das ist eben einfach das Problem an der Geschichte. Es ist für euch als ZuschauerInnen als auch für uns als InfluencerInnen eine sehr undurchsichtige Sache und auch eine sehr unsichere Sache und das löst viel Angst aus. Ich habe sehr viel Nachrichten bekommen, als ich das Thema Venezia Blum angesprochen habe. Okay, aber wie mache ich das jetzt? Was muss ich denn dann sagen? Wir Mädels, also Janine, Maren und Lisa und ich, haben in unserer Gruppe darüber gesprochen, okay, wie kennzeichnet man jetzt was? Und ihr seht es zum Beispiel auch bei Niki Tutorials, die hat quasi so ein kleines Symbolsystem ja eingeführt, sodass jedes Produkt, das sie in die Kamera zeigt, gibt es ein kleines Symbol, ob das in PR kam, ob sie das selbst gekauft hat, ob das bezahlt wurde, Product Placement und so weiter und so fort. Das wäre mir persönlich etwas zu aufwendig. Niki Tutorials wird sicherlich einen Editor haben. Das werde ich nicht machen, deswegen schreibe ich es wie gesagt hier oben, so transparent hin wie möglich. Und eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig wäre, wäre, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr das seht. Also wie wäre es für euch am einfachsten auseinanderzuhalten, was ist bezahlte Werbung, was ist keine bezahlte Werbung, wie soll man das kennzeichnen, also wie viel nervt dann sozusagen auch? Denn wir sind als Influencerin nicht nur dazu angehalten, es hier schriftlich einzufügen, sondern wir sollen es auch verbal äußern. Also wir müssen es sagen und wir müssen es hinschreiben. Wer das nicht macht, macht sich strafbar. Und das reicht übrigens auch nicht, wenn ich zum Beispiel einen Affiliate-Code habe, wenn ich es hier hinschreibe, wenn ich es mündlich im Video sage und wenn ich unten in der Infobox die Affiliate-Codes reinmache, muss ich auch die in der Infobox nochmal kenntlich machen als Affiliate-Codes, indem ich zum Beispiel dieses Sternchen dran mache und oben dann drüber schreibe, dies sind Affiliate-Codes. Das heißt, ich kriege eine Provision dafür, dass ihr diesen Code benutzt oder auch Affiliate-Links gibt es ja auch. Das heißt, dafür, dass ihr auf die Links klickt, gibt es dann zum Beispiel einen Anteil Geld für uns und ähnliches. Und ich fände es einfach interessant, wie ihr das gerne gehandhabt sehen würdet. Also was findet ihr gut oder was findet ihr eher nicht gut? Gibt es da Beispiele? Also ihr müsst keine Namen nennen, ich meine nur, gibt es da Beispiele, wo ihr sagt, boah, da ist mir aufgefallen, wie winzig klein zum Beispiel Werbung oben irgendwo eingefügt wurde oder so, dass man es nicht gut sehen konnte. Und da habe ich mich verarscht gefühlt, weil das höre ich auch öfter, dass Leute sagen, ja, es ist mir einfach nicht transparent genug. Und das kann ich total gut verstehen. Ich meine, ich bin ja jetzt auf dieser merkwürdigen Zwischenbasis von, ich bin auch YouTuberin und Influencerin. Und aber auch Zuschauerin. Und ich sehe natürlich durch die Zeit, die ich jetzt auf Social Media verbringe, bestimmte Dinge sehr viel kritischer und auch mit einem geschärften Auge, wenn man es so sagen möchte. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass nicht auch mir das manchmal passiert. Und natürlich werde ich auch geinfluenced, ist ja klar. Also, ne, so am schlimmsten ist das wirklich mit InfluencerInnen befreundet zu sein, denen man vertraut und die sagen dann, kauf das. Und du weißt halt so, nein, es ist wirklich gut und no. Ich finde es manchmal sehr schwierig, weil ich möchte euch nicht auf den Nerv gehen damit, indem ich zum Beispiel dreimal in dem Video wiederhole, dass ein Code, den ich habe, ein Affiliate-Code ist, aber mir ist es lieber, ich mache es einmal zu viel als einmal zu wenig. Die Transparenz ist meiner Meinung nach etwas, das ganz wichtig ist für die Zuschauerbindung, also auch, dass wir einfach ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander haben. Und viele haben mir auch geschrieben in den Kommentaren und gefragt, ja, aber warum sind denn nicht alle Leute so transparent? Weil meine Community zum Beispiel, also ihr seid super dankbar dafür, ihr freut euch darüber, wenn ich einen Affiliate-Code habe, ihr wartet sogar manchmal darauf, habt so ein, oh, kommt demnächst ein Code, dann warte ich, bis deiner da ist, weil dann kann ich dich auch noch supporten. Und das weiß ich so, so, so zu schätzen. Und ich glaube, die Antwort darauf besteht aus zwei Teilen. Erstens, nicht alle ZuschauerInnen sind so nett wie ihr zu mir und wollt mich so gerne supporten, sondern folgen Leuten vielleicht auch einfach, weil es gerade, keine Ahnung, populär ist, diesen Menschen zu folgen. Nicht, weil sie unbedingt super viel Interesse an der Person selber haben, sondern ja, dann hat man halt was zum Mitreden, sage ich jetzt mal so. Und das andere ist, dass es ganz lange, wie gesagt, auch so war, dass Leute natürlich auch sagen, hey, wenn ich jetzt in jedem Video einen Code sozusagen reingedrückt bekomme von einer Influencerin, dann bin ich genervt. So, dann habe ich das Gefühl, wir sind hier bei QVC und die will mir nur noch was verkaufen. Und da passieren dann natürlich zwei Dinge. Entweder man verliert die ZuschauerInnen zum Beispiel oder die benutzen den Code nicht mehr. Das kann natürlich auch passieren. Oder die InfluencerInnen zum Beispiel geht dann darauf zurück, dass sie Dinge, was natürlich strafrechtlich relevant ist und auch absolut nicht in Ordnung, also ich will das nur erklären, nicht entschuldigen, by the way, solche Sachen einfach nicht mehr zu kennzeichnen. Denn bei Social Media geht es natürlich auch um ein Stück Authentizität. Authentizität ist aber etwas, das natürlich sehr subjektiv ist. Also ob ihr mich authentisch findet oder nicht, hat ein bisschen was damit zu tun, wie ich mich gebe und viel damit zu tun, was ich euch erzähle oder was ich euch suggeriere. Also euer subjektiver Eindruck von mir.
Und wenn ich zum Beispiel Werbung mache für die Machbar-Manufaktur in OWL, was ich unten übrigens auch verlinkt habe, go wear your mask and buy something there, bei denen ich nicht bezahlt werde und bei denen ich es einfach nur mache, weil sie so lieb sind, mir PR zuzuschicken, PR nenne ich es jetzt, also die Gesichtsmasken zuzuschicken, und weil es halt ein kleines deutsches Unternehmen ist und die Produkte toll sind, dann kann das in eurer subjektiven Wahrnehmung viel authentischer sein als Werbung, für die ich bezahlt werde, weil ihr ja bei euch denkt und ja auch nicht umsonst so denkt, naja, aber für die Werbung, für die sie bezahlt wird, da kriegt sie ja auch Geld. Na klar, sagt sie was Positives darüber. Woher weiß ich aber, dass sie wirklich meint, dass dieses Produkt gut ist und dass sie das nicht nur macht, um sozusagen Geld zu generieren an mir? Und das ist eben so ein bisschen diese Krux an dem mit Werbung kennzeichnen, dass man sich selber damit eventuell gar keinen Gefallen tut, dass man eben die Werbung kennzeichnet, so wie es richtig ist, sondern dass man eine Werbung authentischer wirken lässt, indem man unterschlägt, dass es Werbung ist. Versteht ihr, was ich meine? Also wir kommen da in diesen super krassen, schmalen Grad, oder beziehungsweise eigentlich ist es kein schmaler Grad, aber zwischen der ethischen Entscheidung und auch der rechtlich relevanten Entscheidung natürlich, Dinge als Werbung zu kennzeichnen, die zum Beispiel auch bezahlt sind und sie auch als bezahlte Werbung zu kennzeichnen oder gegebenenfalls mehr Profit damit zu machen, indem man es nicht kennzeichnet. Und das ist natürlich super tricky. Das ist auch der Grund, warum aktuell sehr viele Klagen rumgehen. Also es geht zum Beispiel auch ganz viel um Copyright-Sachen, also wenn man bestimmte Musik benutzt und sowas alles. Das ist allerdings nochmal ein anderes Thema und da kenne ich mich auch ehrlich gesagt nicht so gut mit aus. Also da möchte ich nicht unbedingt drauf eingehen. Aber das ist halt deswegen gerade auch so prävalent in allen Medien, dass Influencer sozusagen so eine Abmahnwelle bekommen oder eine Klagewelle bekommen, weil die Firmen mehr darauf achten. Also weil natürlich mittlerweile erkannt worden ist, dass wir eine unfassbar große Einnahmequelle sind. Also eine Influencerin, egal wie viel Geld sie nimmt, wird immer weniger kosten als zum Beispiel ein Placement im normalen TV, also in der Werbung, oder ein Placement auf irgendeiner Internetseite oder sonstiges. Und es wird vor allen Dingen deswegen besser laufen und eine größere Einnahmequelle sein, weil, richtig, wir authentisch wirken auf euch und eure subjektive Wahrnehmung von der Vertrauenswürdigkeit dieser Person eben dazu beiträgt, ob ihr ein Produkt kauft oder eben nicht. Es ist alles ein sehr kompliziertes Thema auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was ich noch dazu sagen kann. Da ich noch die Story von Manizia hinten dranhängen möchte, will ich dieses Video auch nicht zu lang machen. Aber mir war das wichtig, das mit diesem aktuellen Fall sozusagen so ein bisschen aufzurollen und euch so ein bisschen das mitzugeben. Hört euch also super gerne an, sozusagen im Anschluss, was Manizia Blum und ihr Mann dazu noch zu sagen haben. Sie erklären das halt noch sehr genau, um was es genau ging und so weiter und so fort. Und ich glaube, sie finden einfach auch bessere Worte oder haben bessere Worte gefunden, als eben ich das könnte. Und ich würde sagen, das ist erstmal der Teil heute. Wenn ihr weitere Fragen habt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie mir super gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, mich würde wirklich brennend interessieren, wie ihr Dinge gekennzeichnet haben wollt, damit es für euch so leicht ersichtlich wie irgend möglich ist. Das fände ich persönlich spannend, weil ich sehe das ja mittlerweile auch mehr durch die Influencer-Innenbrille als die Zuschauerinnenbrille sozusagen. Also lasst mir super gerne auch einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, wenn ihr etwas dazu zu sagen habt, wovon ich ziemlich gut ausgehe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Teil. Ich finde es immer super spannend, die Dinge nochmal aufzudröseln und für euch nochmal so darzustellen. Wie gesagt, bleibt super gerne auch bis zum Ende des Videos dran, weil die Story jetzt gleich anfängt von Vanizia. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Teil der Influencer-Daseinsserie. Und falls ihr da noch Fragen zu habt oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber schreibt einfach ein paar Kommentare. Ach ja, was ist überhaupt passiert mit dem Hashtag Weiß der Geier? Den krieg ich jetzt unter jedes Video, ne? Ja, okay. Ja, gut. Selber schuld, was soll ich sagen? Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Also, wir haben uns jetzt mal hier gerade auf die Couch gesetzt und Herr Lock erklärt euch jetzt einmal gerade den Sachgegenstand, weil ich dazu einfach nicht in der Lage bin. Ich glaube, zuallererst erstmal wichtig, dass man die Instanz versteht, also das Oberlandesgericht ist nicht dafür da, um inhaltlich alles auseinander zu pflücken. Was im ersten Prozessweg beim Landgericht ja, festgestellt wurde oder eingebracht wurde. Und insoweit hat das Oberlandesgericht jetzt also die von uns eingelegte Berufung, weil wir ja mit dem Landgerichtsurteil nicht einverstanden waren, weil das ja zu deinem Nachteil war, Das OLG hat nur das Urteil vom LG geprüft. geprüft, also Okay. formell auch ein Stück weit materiell, und kam zu dem Ergebnis, dass die Berufung von uns keinen Erfolg haben wird, weil sie ihre eigene Meinung auch vertreten. Und die stimmt im Groben auch mit der Meinung des Landgerichts und dann der Seite des Verbands überein. Das ist so das Erste, was man erstmal versteht.
Ja, das Urteil vom Landgericht hatte letztlich nur drei deiner Beiträge zum Gegenstand. Von Und 42. genau, und das Oberlandesgericht hatte jetzt nur zur Aufgabe, formell das Urteil und das Vorverfahren zu prüfen und dann natürlich auch diese drei dem Urteil anhaftenden Beiträge. Alles andere ist laut Vorsitzender Richterin auch nicht die Aufgabe des Oberlandesgerichts. Das heißt, da haben wir weiterhin Unklarheit und wissen nicht, was da jetzt Sache ist mit den vielen Dingen, die nicht angesprochen worden sind, die wir eingebracht haben. Und diese drei Beiträge, das jetzt zusammengefasst, ist die Meinung des Oberlandesgerichts, dass selbst wenn ein Influencer kein Geschäft oder keine Werbung für ein Unternehmen betreibt durch Markierung, dann ist alles, was auch sonst markiert oder gezeigt wird, Werbung. Bedeutet der hier ist auch Werbung? Ja, weil ein Eigengeschäftinteresse unterstellt wird. Und zweitens ist das, nochmal kurz zu dem Erstverständnis, um das ein bisschen anschaulicher zu verstehen, ist, dass sobald also eine Person mit einem Profil in irgendeiner Art und Weise eine Geschäftstätigkeit vermuten lässt durch Zusammenarbeit mit einem Unternehmen oder sobald man irgendwas mal gemacht hat, was in die Richtung eines Influencers geht, Das bedeutet auch, wenn die mit 4000 Abonnenten einen gratis Lippenstick-Ding geschickt bekommen habt, auch dann. ab dem Moment ist laut Oberlandesgericht Koblenz selbst wenn man kein Unternehmen mehr zeigt, aber zum Beispiel eine Freundin verlinkt oder eine Ortsverlinkung, sage ich mal, irgendwas, das ist ja vollkommen egal, dann wird es als Eigenwerbung für das eigene Geschäftsansinnen verstanden und damit wäre es kennzeichnungspflichtig. Das heißt, also wenn ich meine Freundin Marie verlinke, die hier nur rein privat ist, unterstellt mir das OLG Koblenz, dass ich dies nur tue, um meine eigene Bekanntheit zu fördern. Kurz anhand eines Bildes zu erklären, was bei mir im Urteil vom LG Koblenz drin war. Da ging es ja um Häagen-Dazs. Ich glaube, das haben mittlerweile alle mitbekommen. Ich habe mir 2016 in Amerika bei Häagen-Dazs selbst für 5,63 $ ein Eis gekauft. Darüber gibt es sogar noch einen Kaufbeleg, weil ich überstrukturiert bei meinen Kaufbelegen bin und alles aufbewahre. Hier sagt aber das OLG Koblenz, nö, du hast dir dieses Eis nur gekauft und hängen das oben als Ort verlinkt. Nicht als Firma oder auch nicht zum Tappen, sondern nur den Ort verlinkt, damit du deine eigene Bekanntheit förderst. Und nicht einfach, weil man auf Instagram noch 2016 einfach den Ort verlinkt hat, wo man war, egal ob es ein Café war oder so. Du hast eben noch was gesagt. Ja, das ist einer der drei Beiträge, die beim Ja. Landgerichtsurteil zugrunde gezogen wurden. Und wir haben es halt mit einem Kaufbeleg sogar widerlegt, dass keine Zusammenarbeit besteht mit Häagen-Dazs und das, ne? Aber trotzdem die Aber juckt Meinung nicht. vom OLG vertreten. Nummer zwei. Ja, und das zweite ist die Auffassung des Oberlandesgerichts, wie denn jetzt auch ja, eine Werbung zu kennzeichnen sei. Hatte sie also einen Beitrag von dir oben an den Bildschirm gezeigt, den du auch, also wenn. Selbst bezahlt habt, darüber existiert auch ein Kaufbeleg. Das war also auch ein Beitrag aus dem Urteil und den hattest du dann auch sogar nachträglich als Werbung gekennzeichnet, obwohl das eine selbstbezogene Dienstleistung war, keine geschäftliche Abhängigkeit bestand. Und da sagte die Richterin, dass das Wort Werbung, was du dann eingebaut hast, ne, um dem gerecht zu werden, was der Verwandter will, dass es nicht genügt, sondern dass es farblich oder in irgendeiner Art und Weise hervorzuheben sei. Und da finden wir jetzt irgendwie an den Punkt, das ist erstens technisch durch Instagram gar nicht möglich und zweitens, wie soll das denn umgesetzt werden? Und das ist natürlich sehr unzufriedenstellend. Also das war der zweite Punkto, dass es halt noch. Kommen wir einmal zum dritten Punkt der Begründung. Das ist mein Lieblingspunkt und den finde ich echt komplett irrwitzig. Also ich finde ihn auch noch sehr wichtig, weil da gesagt wird, dass Vanessa nicht populär genug sei, als dass Menschen, die ihr Profil besuchen, sofort einen kommerziellen Zweck erkennen würden. Und es gibt aber ein Urteil in diesem aktuellen Von einer sehr Abmahnprozessverfahren in bekannten Frau Deutschland, mit einem sehr bekannten Mann. die also da gerichtlich, ich glaube auch im OLG, gewonnen hat, also zu ihren Gunsten, weil, also da ist es positiv ausgegangen und hier wird jetzt gesagt vom Oberlandesgericht Koblenz, dass Vanessa diese Eigenschaft der Popularität nicht erfüllt und Ich habe einen falschen Mann geheiratet, ich hätte Fußballer nehmen und sollen. insoweit nicht davon ausgegangen werden kann, dass man sofort auch davon ausgeht als Besucher der Seite, dass es gewerblich oder werblich ist. Ich will die Scheidung, ich heirate irgendeinen Und Fußballer. das finde ich jetzt sehr widersprüchlich, weil.
ist sehr widersprüchlich, weil... Ja, weil auf der einen Seite kann ja nicht gesagt werden, dass sobald ein Mensch mit einem Profil in sozialen Medien gewerblich auch nur eine Aktion getan hat und dann sofort auch alles als Werbung kennzeichnen muss. Also da ist ja eine einheitliche Schwelle nach der Meinung des OLG-Koblenz. Auf der anderen Seite aber unterschieden wird zwischen Popularität, definiert durch was? Abonnentenzahlen oder Bekanntheitsgrad, Berufsstatus? Also das finde ich nicht... Ihr müsst euch das mal gerade kurz vorstellen. Also mittlerweile haben über 10 OLGs Urteile rausgehauen. Jedes Urteil ist anders, jedes Urteil ist individuell. Ja, jeder Fall ist auch individuell. Aber es geht ja um das Gleiche, und zwar um eine richtige Werbekennzeichnung. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass jetzt einfach mal jemand vors BGH zieht, und wir werden vors BGH gehen. Ich habe das von Anfang an gesagt. Also ich hätte mit dem Geld einfach nur mein zweites Tierheim bauen können, mit allem, was investiert ist, aber es ist mir jetzt egal, ich habe keine Lust mehr. Ich will da Rechtssicherheit haben, und wir brauchen endlich ein Gesetz. Es ist zwingend notwendig, dass da endlich der Gesetzentwurf durchgesetzt wird. Ich sehe hier so viele meiner Kollegen, die nicht richtig kennzeichnen. Also teilweise wirklich Werbepostings machen, da steht nirgendwo Anzeige. In den Stories steht das so mikro oben hier ganz klein dahingeschrieben. Tut euch ohne Witz selbst einen Gefallen und markiert immer bei Werbepostings das erste Wort Anzeige. Macht das einfach, egal wie scheiße das aussieht, macht es. Ich will, das, was hier gerade bei mir abgeht, ist echt zum Kotzen. Tut euch auch selbst den Gefallen und schreibt das Anzeige wirklich irgendwo sichtbar hin und nicht so mikroklein irgendwo oben verschleiert. Tut euch einfach nur selbst den Gefallen, damit ihr einfach auf der sicheren Seite seid und ihr nicht so eine Scheiße am Sack habt wie ich gerade. Da mir gerade auch einige hier schon geschrieben haben, also wir sitzen jetzt hier gerade und snacken ganz in Ruhe. Brot. Da haben wir noch ganz viel Brot da. Also keine Sorge, mir geht es nicht schlecht oder so. Ich habe mich da in den letzten, jetzt bald 4 Jahren, einfach mit abgefunden. Und es ist einfach Teil meines Lebens. Und ich habe gestern Abend mir geschworen, dass ich mich keinmal aufregen werde heute, egal wie es endet. Weil das, wie gesagt, Chicky nicht verdient hat. Und dem bleibe ich auch jetzt treu. Ed, was sagst du dazu? Große Schicht, ne? Wir lassen einfach den Ed die Rechnung bezahlen. Ein Ed in Katzenfutter dann. Ja, gestern Deko für den Adventskalender.